Ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Ich denke mal, das kommt jetzt erst in den nächsten Tagen, was da heute so alles passiert ist. Im Moment ja, fehlen da noch so ein bisschen die Worte. Jetzt bin ich erstmal ja, ganz froh, ein bisschen runterzukommen. Dann hat es noch ein bisschen gedauert bei der Dopingkontrolle, aber es ist ganz normal, gehört einfach mit dazu. Ja, und jetzt heißt es einfach mal ein bisschen genießen. Im ersten Lauf habe ich zwei, drei kleine Fehler drin gehabt, die eigentlich ein bisschen ja, nicht sinnlos, aber die passieren halt mal. Ich wusste, dass der Schlitten läuft. Ich habe im Sommer ja, mit dem Schorsch viel dran gearbeitet. Wir haben versucht, da das Beste rauszuholen. Und ja, dann habe ich gewusst, also ich habe gewusst, er läuft, ich muss nur sauber fahren. Und das habe ich dann ja, im Lauf 2 und 3 versucht umzusetzen. Und im vierten Lauf, ja, einfach nochmal sicher runterfahren und dann soll es reichen. Und genauso war es. Und deswegen bin ich einfach nur überglücklich. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind ja nicht immer Medaillengaranten, aber wir versuchen es zumindest immer zu sein. Und ja, es ist was Besonderes, die erste Goldmedaille einzufahren für Deutschland. Ja, passiert nicht alle Tage, leider nur alle 4 Jahre, aber wir versuchen es immer wieder zu wiederholen. Ja, und wenn es so weitergeht, denke ich mal, passt es auch ganz gut.